Hallo, wir stellen Ihnen den Wein des Monats direkt aus dem Weingut Tenuta San Pietro im Gavi-Anbaugebiet vor. Das Weingut liegt auf einem Hügel und ist umgeben von 31 Hektar Rebflächen. Eine geschlossene Einheit also, was enorme Vorteile bringt in der schnellen Verarbeitung der Trauben. Gavi darf insgesamt in 11 Gemeinden produziert werden. Aber die Winzer sind sich einig, dass hier in diesem Ort Tassarolo die besten Böden sind und damit auch die komplexesten und vielschichtigsten und spannendsten Gavis erzeugt werden. Neben mir steht Giusy Cavella, die Leiterin des Weingutes, die sich seit 2002 um die Geschicke dieses Weinguts kümmert und es zu seiner Blüte geführt hat. Das Terroir ist nur ein Grund für die hohe Qualität deiner Weine. Aber du hast dich auch dazu entschieden, deine Weinberge biodynamisch zu bewirtschaften. Warum diese Entscheidung? Perché hai fatto? Ja, ich habe diese Wahl getroffen. Eine bedeutende, wegweisende Entscheidung für uns alle hier. Vor allem, weil uns das Terroir und die Umwelt so wichtig sind. Daher die Entscheidung für eine natürliche Bewirtschaftung. Wir arbeiten biologisch, aber nach den strengen Prinzipien der Biodynamie. Das ist sehr wichtig für das Terroir, dass nur so die Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt. Sì, veramente un grande nutrimento per le piante. E la il tuo lavoro biodynamico. Bekommen denn deine Weine durch die biodynamische Bewirtschaftung tatsächlich mehr Charakter und Persönlichkeit? Secondo me sì. Davon bin ich überzeugt, denn das Land wird so natürlicher, wir interagieren so mit der Natur, wir studieren sie aufmerksam und wir verwenden keine industriellen Hefen, unsere Hefen stammen von den Häuten von unseren Trauben. Gesunde Trauben, Trauben, die einen starken Bezug zur Herkunft haben, wertvolle Trauben. Der Wein des Monats August ist der Basiswein vom Weingut Tenuta San Pietro, der Gavi San Pietro, ein Wein, der inzwischen auch zum besten Weißwein Italiens gekürt wurde von der Zeitschrift Il Mio Vino. Und es ist ein Wein, der mit seiner Frucht, mit seiner Mineralität begeistert. Giusy, welche Charakteristiken zeigt dein Gavi San Pietro im Duft? Unser Gavi San Pietro ist einer der charakteristischsten und klassischsten Weine, wenn man die Typizität des Gavi zugrunde legt. Das Bouquet ist frisch, komplex und intensiv. Es ist geprägt von weißen Blüten, aber auch mit Noten von Apfel und Birne. Also ein Wein, der besonders gut zu Fischgerichten passt, zu Meeresfrüchten, zu Muscheln. Auch ein Wein, der mit der Reife über 1-2 Jahre hinweg immer mehr bietet. Und ich finde, es ist einfach ein fantastischer Wein mit einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie präsentiert sich dein Gavi am Gaumen? Der Eindruck am Gaumen ist gekennzeichnet von einem perfekten Gleichgewicht zwischen Säure und Mineralität. Er bleibt lange am Gaumen, ein Wein mit einem tollen und vollen Geschmack. Allora, un perfetto, also ein perfekter Wein des Monats. Cin, cin.